Willkommen zurück bei Videogems. Willkommen zurück zu Bonusgems. Quatsch, was rede ich denn da? Willkommen zurück bei Einfach drauf los. Bei Immortal Mittwoch. Und was sehe ich hier? No Profiles. Was? Naja, gut. Ihr seht ja schon am Titel, ich spiele Mortal Kombat Deadly Alliance. Oh, ich bin mal ruhig wegen des Intros. Wahrscheinlich hört man sowieso den Ventilator im Hintergrund. Boah, wie man auf dem HD-Fernseher die Artefakte sieht. Also damals war das der Kracher. Auf einem Röhrenfernseher sah das Bombe aus. Wie Shang Tsung da aussieht. Das hat mich damals schon gestört. Und das auch. Wieso lebt Shao Kahn? Hat mindestens zweimal auf die Fresse bekommen. Ja. Oh, ein Soul-Nado. Das machen wir doch. Raiden hat gesprochen. Deadly Alliance. Da steht 2002. Bei uns in Europa kam es allerdings ein paar Monate später. Da war es schon 2003. Ich glaube März 2003 oder Mai 2003. Das war... ich weiß nicht genau, wie lange es in Entwicklung war. Entschuldigung. Aber... das war quasi das erste Mortal Kombat Fighting Game nach Mortal Kombat 4 bzw. Mortal Kombat Gold. Das, ich glaube, Mortal Kombat 4 ist von 98, Gold ist von 99. Ja, und somit mussten wir quasi ungefähr 4 Jahre warten auf ein richtiges neues Mortal Kombat. Das wurde ziemlich gehypt. Es heißt nicht Mortal Kombat 5, aber es ist Mortal Kombat 5. Und... Midway, damals noch Midway, die haben sich ordentlich ins Zeug gelegt. Aber das mit dem Profil hier, das finde ich komisch. Machen wir einfach mal. Weil
Ich habe das Spiel damals rauf und runter gespielt. Und ich finde komisch, dass ich da keinen Spielstand mehr haben soll. Also die Xbox, die hat ja, ich spiele auf Xbox und nein, die Xbox hat ja eine Festplatte und da habe ich nie irgendeinen Spielstand gelöscht. Sehr, sehr seltsam das alles. Choose an Icon. Ach, dann nehmen wir doch das Mortal Kombat Icon. Oh, was? Enter your code. Ach so, Beispiel. Ach, das ist doch. Das ist mir doch jetzt auch egal. Ja. Remember your code. Ja, leck mich doch. So haben wir es jetzt endlich. So, und das Spielprinzip ist vollkommen anders. Also das ist das erste Mortal Kombat, das ein komplett anderes Kampfsystem hat. Ich war damals ein bisschen enttäuscht. Aber es hat okay funktioniert. Im Teil danach wurde es ein bisschen besser. Hier, wie viele Kämpfer fehlen? So eine Scheiße, ey. Also ich könnte echt schwören, dass ich einen Spielstand hatte. Ich nehme mal Sub-Zero. Oh Moment, erst das Profil laden. L. So. Wie kann ich denn eine andere. Ich wollte eigentlich. Nochmal der ganze Scheiß. Ich wollte eigentlich ein anderes Kostüm nehmen für Sub-Zero. Aber vielleicht hat er auch gar keins. Egal. Und zwar hat jeder, wenn ich mich nicht irre, drei Kampfstile. Hier, Shotokan. Sub-Zero hat Shotokan. Angeblich der gleiche Kampfstil wie Ryo und Ken aus Street Fighter. Ihr seht schon, die Animationen sind nicht so richtig geil. Das wird den Mortal Kombat-Spielen heute noch vorgeworfen, aber das halte ich für Unsinn. So, wie wechsle ich? Das ist Blocken. Ah, genau, jetzt habe ich den Dragon Steel. Oh, 22 Hits. Okay. Und dann hat man noch einen Steel mit einer Waffe. Und ich meine, man kann auch die Waffe dem Gegner irgendwie reinrammen. Ja, genau. Dann hat man sie nicht mehr, aber ihr seht die Energieleiste. Der Gegner verblutet quasi. So. Naja, jedenfalls, ja, man kann sich hier rumbewegen. Die Knopfbelegung ist schon gleich, aber ansonsten spielt sich das relativ wie ein normaler 3D-Fighter. Das heißt hier Move-Liste. Mountain Punch. So, drei Uppercuts hintereinander. Mal gucken, das kann ich ja so machen und Bam. 29. Kann man werfen? Wie ist denn nochmal werfen? Ah ja, oh geil. So, Special Moves sind eigentlich gleich oder sehr ähnlich.
35? Ach so, wegen dem. Ja, ich verstehe wieso. So, was haben wir hier noch? Den Eisshaker. Geht das nicht mit Y? Ach so. Vorwärts unten Y. Nicht? Ist mir auf die andere Seite. Hä? Tja, irgendwie scheint das nicht zu funktionieren. Ich weiß ehrlich gesagt nicht wieso. Zurück unten Y, Eisshaker. Aha, okay. Und dann haben wir noch den Slide, oder? Nee, Cold Shoulder. Kann man das eigentlich im Combo einbauen? Nee, kann man nicht. Voll daneben. Naja. So, das ist im Grunde das Kampfsystem. Ich will nur noch mal eben. Hat der noch einen anderen coolen Combo? XYB, ja, das ist das, was ich immer mache. XY zurück und X. Naja. Das geht so. Ach, ich bleib einfach dabei hier. Peng, 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 peng. Das ist doch kein schlechter Combo. So. Dann starte ich den Arcade-Modus. Ich stelle vielleicht mal Easy oder sowas ein. Denn ich erinnere mich, die Bosse sind unglaublich mies. Ja, hier gibt es noch Novice. Ne, ich stelle mal auf Easy ein. Blood Level, natürlich Max. Ich hab's, muss ich auch gerade sagen, ich spiele es jetzt das erste Mal seit, keine Ahnung, 15 Jahren oder so. Also wenn ich schlecht abschneide, damals konnte ich sogar Kombos. Die übergreifend sind, also stilübergreifende Kombos gibt es auch. Oder gab es das erst im ersten Teil? Im zweiten, also bei Deception. Boah, weiß ich auch nicht mehr. Aber ich meine, gibt es hier auch. Da das Kostüm will ich. Warum habe ich hier dieses Sub-Zero ist ein alter Opa-Kostüm? Ja, was kann ich denn noch zu dem Spiel erzählen? Ja, ich fand es damals nicht so geil. Ich war ein bisschen enttäuscht. Die Animationen, habt ihr ja schon gesehen, die sind nicht so richtig geil. Und ich weiß nicht, die neuen Kämpfer fand ich auch teilweise ein bisschen blöd. Oh, scheiße. Fatality, wie geht der Fatality? Nein, die sind hier nicht aufgelistet. Oh Gott, Leute, das geht ja nicht. Ne, da muss ich mal eben nachgucken, ne? Ich kann ja hier kein Mortal Mittwoch machen ohne Fatality. Ja, ihr seht, ich habe mich mega geil vorbereitet. Aber ich hatte noch so viel anderes zu tun. Und dann dachte ich, jetzt habe ich ein bisschen Zeit. Jetzt kann ich für den Mortal Mittwoch endlich Deadly Alliance spielen. Tja, ihr seht, was dabei rauskommt. Es tut mir schon leid. Also sonst bin ich auch besser vorbereitet.
So, Move List. Was ist denn das für eine blöde Move-List? Jetzt sind hier erstmal die ganzen Geschichten der Kämpfer aufgelistet. Hör mal, Leute, das interessiert mich doch echt ein Scheiß. So, Xbox Controls. Attack, Attack. Das müsste dann die 3 sein. Special Attack. Das ist der schwarze. Hä? Der schwarze Knopf ist. Ja, ist wahrscheinlich für die Waffe. So, Sub Zero. So. Da ist Sub-Zero. Was soll das denn? Hier sind überhaupt keine Moves. Jetzt ist hier die scheiß Kampfstile sind hier erklärt. Was ist denn das für ein scheiß Fack? Für eine blöde Move-List. Das interessiert mich doch ein Scheiß, du dumme Sau. Jetzt mal ehrlich. Gib mir doch bitte einfach. Einfach nur die Moves. So, was haben wir hier? Wieder Sub-Zero. Story interessiert mich nicht. Also selten so eine blöde Move-List gesehen, ey. So. Ich glaube, es ist egal, wo man steht. Den Stil habe ich aktiviert. Das ist auch geil, ne? Fatality muss man erst den Stil aktivieren. Und dann zurück, vorwärts, vorwärts, unten. Tja, keine Ahnung. Zurück, vorwärts, vorwärts, unten und Attacke 3. Also das müsste A sein. Naja, probiere ich das nächste Mal aus. Dieser Stance von Johnny Cage. Hoho. Das ganze Blut, das da liegen bleibt. So. Zurück, vorwärts, vorwärts, unten. Aha. Er holt das ganze Skelett raus von hinten. Oh Gott, das ist natürlich eine Anlehnung an seinen allerersten Fatality. Den Spine Rip. Das war es übrigens an Fatalities. Mehr gibt es nicht. Jeder hat einen einzigen. Es gibt auch keinen Friendship, kein Babality oder sonst was. Jeder hat nur einen einzigen Fatality. Get over here! Okay, jetzt scheint es schon. Schöner Combo, 32%. Alter, ist gut hier.
Ich finde die Effekte gar nicht so schlecht. Aber ich muss sagen, ich hatte es grafisch ein bisschen besser in Erinnerung. Aber es ist halt auch eine Multiplattform-Entwicklung, ne? Also für PlayStation 2, Xbox. Alter. Muss vielleicht doch richtig stehen. Oh. Ach ja, und noch was, was mich gestört hat. Die Stimme des Ansagers war nicht mehr so geil. Es ist natürlich auch nicht mehr der alte Sprecher. Ich glaube, der lebt sogar noch, aber... Und wenn das ist, haben sie ihn irgendwie stark verfremdet, aber das ist der, glaube ich, nicht. Borai Cho. Ja, das ist eine der neuen Figuren. Das ist der Meister von Liu Kang. Und der hat so einen geilen Drunken Boxing-Stil. Unter anderem hat er einen Special Move, wo er kotzt. Und ja, da wird natürlich das Niveau festgelegt. Oh, Scheiße. Stimmt, Umgebungsdamage gibt's ja auch. Umgebungsdamage. Schweres Wort. Ich weiß gar nicht, ob es hier auch Stage Fatalities gibt. Im zweiten auf jeden Fall. Da kann man, glaube ich, mitten in der Runde den Gegner quasi in Stacheln und alles Mögliche schlagen. Ich nehme mal einen anderen Stil. Ich kann zwar gar nichts mit dem. So, ich meine, Borai Cho. Also auf jeden Fall als NPC ist er in irgendeinem der neueren Teile auch dabei. Aber ich glaube, spielbar ist er nicht mehr. Oder war der bei MKX spielbar als DLC-Figur? Boah. Ihr seht, ne? Mega vorbereitet, sag ich ja. Sub-Zero gegen Sub-Zero, jo. Es gibt so viele neue Kämpfer in dem Teil. Und es muss ein Mirror-Match stattfinden. Fight. Ja, jetzt aber. Oh, geil. Was war das denn? Ist er einfach mal größer geworden? Power-up. Shit. Oh Gott, wieso ist der schneller? Hallo, ich drück was. Die KI fängt an zu cheaten. So. Oh Scheiße, das war's. Ja. Mist. Hat er das Schwert jetzt immer noch drin? Nee, schade.
Zwei dumme eingegangen. Scheiße. Hey, Penner. Jo. Ich treffe ihn nicht mehr. Er will nicht, dass ich ihn treffe, also treffe ich ihn auch nicht. Oh, schöner Anti-Air. Alter, jetzt macht er mich aber fertig. Wie, der blockt das auf einmal. Ach, Schwert kann Schwert blocken. Ja gut, das ist natürlich logisch. Na, ja, das war's. Continue? Ja, bitte. Würde ich gerne mal wissen, wie ich ein anderes Kostüm wählen kann. Ist bestimmt ganz einfach irgendein Knopf da, aber nun ja. Was? Jetzt kommt auf einmal Test Your Might. Weiß ja gar nicht mehr, wie es geht. Ja gut, Knöpfe drücken und dann Block. Ach, diese Animation. Also sie haben sich hier schon Mühe gegeben in den quasi 4 Jahren, die wir auf ein neues Mortal Kombat gewartet haben. Aber es kann einfach nicht mit irgendwelchen Größen der 3D-Fighting-Games konkurrieren. Nicht mal annähernd. Also mit keinem Virtua-Fighter, mit keinem Tekken. Alter. Mit keinem Soul Calibur, was gab's damals noch alles? Das waren die drei großen. Natürlich machen die Spiele Spaß. Alter. So, mit dem falschen Sub-Zero noch schön das Skelett rausgezogen. Immerhin, die Fatalities sind Schwachsinn. Das ist noch einer der besten. Ich weiß, das hat mich auch damals enttäuscht. Die meisten Fatalities waren ziemlicher Scheiß. Die waren technisch schlecht gemacht, sie waren schwachsinnig, sie sahen schlecht aus. Aber der war noch in Ordnung. Kenshi, der ist cool, ist auch ein neuer Kämpfer damals gewesen. Ein blinder Schwertmeister, der sein Schwert durch Telepathie steuert. Ach, Alter! So. Standard-Kombo. Das war ein Special-Move von ihm, da hätte er mich dann hochgehoben mit Telepathie. Und dann kann man halt ein Combo machen. Ach ja, genau, Würfe kann man blocken, das habe ich ganz vergessen, das ist auch schwachsinnig. Aber das gab es auch schon bei Mortal Kombat 4. Kompletter Mumpitz. Gerade Würfe sind ja eben dazu da, dass man sie nicht blockt. Aber das hat jemand bei Midway wohl nicht ganz verstanden. Ich bin gespannt, wie sehr mich die beiden Endbosse abfacken. Denn die sind richtig krass. Ich erinnere mich, dass man da gut geschwitzt hat.
Also die sind natürlich nicht so krass wie in den klassischen Teilen, aber die sind schon nicht ohne. Boah, und wie viel man hier platt machen muss. Jo. Genau. Okay, da musste ich richtig kämpfen. Die ist auch nicht ohne. Das Design von ihr finde ich gar nicht so schlecht. Also, es gibt hier einige neue Designs. Also von alten Figuren, die sind nicht so gut. Hier der alte Sack Sub-Zero. Den finde ich blöd. Oh, schöner Combo. Alter, was geht ab? Egal, was ich gedrückt habe, die hat mich getroffen. Rückzug, getroffen. Da, kaum blocklos trifft sie mich. Schon wieder. Schon wieder. Ich steuere quasi den Computer. Sie liest meine Eingabe. Aber das ist natürlich klassisch Mortal Kombat. Das ist auch so geil. Fußfeger gibt es ja auch hier, allerdings sind die nicht Standard. Und Sub-Zero hat im Shotokan keinen richtigen Fußfeger. Das ist alles scheiße. Du kannst quasi mit einem Fußfeger nicht mehr entkommen. Handicap. Mit Kreis. Mit. Nee, Kreis. Quatsch. Ach. Nee, keine Ahnung, wie man das Kostüm ändert. Vielleicht muss ich da auch erst was freispielen. Der Kopf einfach mal so. War überhaupt nicht in Reichweite. So, jetzt war sie einfach. Mal gucken, ob es so bleibt. Da, man kann nicht einfach mal eben hier. Das ist der Fußfeger. Das ist viel zu langsam. Das ist unbrauchbar, der Move. Da sieht man schon, die haben sich nicht wirklich Gedanken gemacht, wie das hier alles funktioniert. Das eigentliche System funktioniert schon. Aber das war's dann auch. Er kam natürlich nicht raus. Was sage ich? Die erste Runde mache ich die platt nach allen Regeln der Kunst. Und jetzt geschieht hier so ein Mist.
Hey, wie stand die auf einmal hinter mir? Wie hat die das gemacht? Na gut. Geht auch schon lange, das Video, sehe ich gerade. Ungefähr 35 Minuten. Ja, aber Entschuldigung. Also, noch ist es mir nicht zu bunt geworden. Dann wird es halt ein relativ langes einfach drauf los Mortal-Mittwoch. Vielleicht gebe ich auch beim Boss auf. Ah, ich glaube, das ist der vorletzte normale. Mavado, ja, einer der neuen. Von denen man nie wieder was gehört hat. Also gut, er war noch hier im Nachfolger und in dem Nachfolger. Aber guckt euch doch mal den an. Was will der eigentlich? Was ist das für eine Fritte? Jo, weich doch nur aus. Wie wär's damit? Genau, mitten im Combo. Er blockt und kann ausweichen. Okay. Ist bestimmt, der wird bestimmt auch ätzend. Ja, er hat die gleichen Waffen wie Cabal, weil er in derselben Gang ist. Ich weiß gar nicht mehr, welche Gang das jetzt war. Mein Mortal Kombat Lore vergesst, das lässt mich gerade ein bisschen im Stich. Alter. Warum treffe ich den Penner denn nicht? Hat wieder auf alles eine Antwort, der Arsch. Genau, genau. Und dann will er einfach mal nicht getroffen werden vom Rest des Kombos. Und dann macht er das. Egal, ich hab dich, du dumme Sau. Ich glaube, jetzt kommt der erste Boss. Der ist auch richtig ätzend. Ich glaube, ätzender als die normalen Bosse. Moloch, kann das sein? Ja, Moloch. Boah, der ist richtig ätzend. Oh, aber erst. Test your sight. Das ist neu. Ah, Difficulty 1, das sollte ich doch wohl schaffen. Aha, okay. Das Symbol ist links. Ja. Toll. 100 Onyx-Coins. Wunderbar. Jetzt kommt Moloch. Poloch. Poloch. Ein bisschen wie so ein Dark Souls-Boss. Jos Jod, komm. Ich glaube, den kann ich auch nicht einfrieren. Naja, es interessiert ihn nicht. Ich versuche den einfach ein bisschen zu lamen. Mein Uppercut ist ja recht schnell. Oh, Alter! Ja. Okay. Ja, bis das Glück mich verlässt. Ich glaube, es ist Schluss. Also ich kämpfe natürlich nochmal weiter gegen ihn, aber ehrlich gesagt fällt mir ja keine gute Taktik gegen ihn ein. Also nicht mit Sub-Zero. Man kann Attacken auch nicht buffern in diesem Scheißspiel. Ist auch wieder was. Jedes gute Fighting-Game hatte damals schon Attacken, die man buffern konnte. Nur nicht Midway. Weil sie keine Ahnung von Fighting Games hatten.
Alter, was soll ich da machen? Ich probiere jetzt mal. Ja, ich probiere mal auf die Fresse zu kriegen. Boah, Alter, ey. Aber das war gar nicht so schlecht. Im Dragon-Stil vielleicht einfach nur mit den kleinen Schlägen. Dass er aber danach schnell genug ist, nach geblockten Attacken, so einen Angriff rauszuhauen. Also, so mega gut heute das Kampfsystem von Mortal Kombat ist, so auf E-Sport abgestimmt, so beschissen ist es hier in dem Spiel. Und sie hatten es schon mal besser gemacht. Ultimate Mortal Kombat 3 wird immer noch gespielt auf Turnieren. Es ist nicht gerade ausgeglichen, aber es hat halt ein tausendmal besseres Kampfsystem. Jo, ist auch geil. Ich weiche aus. Ich drücke nach oben. Es bringt nichts. Zack. Alter, kaum habe ich den Block losgelassen, macht er eine Attacke. Das ist ein richtiger Mortal Kombat Boss. Das ist Bullshit in digitaler Form. Ja. Alter, wie schnell er ausweicht, ist der Hammer. Ich drück den Knopf, zack, ist er auf der anderen Ebene. Wow, Alter. Immerhin eine Runde. Interessiert ihn überhaupt nicht. Ja, bumm. Kabumm. Oh, geschafft. Junge, 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 ey. Richtig ätzend, der Typ. Es ist auch quasi ein anderes Spiel gegen ihn, ne? Typisch Mortal Kombat-Bosse. Man kann ihn nicht juggeln, man kann keine ordentlichen Kombos machen. Ich kann ihn nicht eineisen. So, jetzt kommen die letzten beiden. Das sind normale Kämpfe, Quan Chi und Shang Tsung, logisch. Aber sie sind heftig. Jo. Ich kann gerade nicht reden, muss mich stark konzentrieren bei dem Quatsch. Und ich habe auf Easy gestellt, ne? Ihr habt's gesehen. Scheiße. Oh.
Hui. Ich meine, nach Shang Tsung ist Schluss. Also es gibt's. Oder ist der bei Deception? Es gibt noch den Boss, den Dragon King. Der wurde ja auch erwähnt im Intro. Aber ehrlich gesagt bin ich mir gerade nicht sicher, ob er hier kommt oder bei Mortal Kombat Deception, beim Nachfolger. Ich glaube, er kommt beim Nachfolger. Ich glaube wirklich, Shang Tsung ist der Letzte. Difficulty 40%. Was auch immer das heißt. Deine Waffe, ey. Also Gegner mit Waffe, die sind richtig, richtig furchtbar. Er kann es blocken. Warum kann er es blocken? Ich verstehe es nicht, ehrlich gesagt. Also ich habe in Erinnerung, dass man den Move, den Schwert in den Gegner, das Schwert in den Gegner reinzustecken, nicht blocken kann. Aber er kann es blocken. Offensichtlich. Ja, genau. Alter, ey. Hau mal mit deiner Mr. Miyagi-Scheiße ab. Das sieht so albern aus. Ach, dieses schwerfällige Scheißspiel. Drückst den Knopf, nichts passiert. Der Gegner macht was? Das war's. Ich weiß nicht, ob das ein Input-Lag ist oder ob das einfach Moves kommen halt generell 4 Frames zu spät raus. Oder es ist einfach, sie würden rauskommen, aber der Computer ist schneller. Es hat mich damals auch schon angekotzt wie sonst was. Irgendwas stimmt hier an dem Spielgefühl nicht. Und auch diese beschissenen Reichweiten in dem Spiel. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, steh auf, du. Auch geil, das ist ein Move, ein Combo, der unten beginnt. Genau, habe ich nicht getroffen. So, ich glaube, das war's. Oder kommt jetzt wirklich noch der Dragon King? Es kann sein, dass der am Abspann kommt. Aber ich glaube, man muss nicht gegen ihn kämpfen. Ja. Kriege ich keinen richtigen Abspann? Ja, ich habe auf Easy gestellt. Ich meine, ich habe es noch nicht anders verdient. Ah, doch. Das coole Kostüm hat er und er hat Frost dabei. Frost ist seine Schülerin. Die hat ein cooles Design. Toll. Natürlich ist es
Käse, die eigentliche Story, die geht halt noch viel weiter. Ja, das war Mortal Kombat Deadly Alliance. Schade, dass man jetzt in dem Arcade-Durchlauf gerade so viel alte Kämpfer gesehen hat. Ich hätte gern ein paar neue gezeigt. Zum Beispiel Frost. Aber immerhin Kenshi haben wir gesehen. Borai Cho. Und Mavado. Kann ich das wegdrücken? Genau, ich möchte nochmal gucken, kurz in die Crypt gehen. Da kann ich dann nämlich mit den Münzen, die ich gekauft habe, Quatsch, die ich bekommen habe, Sachen kaufen. Und im Internet gibt es eine Liste, was da so drin ist. Und das meiste ist natürlich Trash. Aber wir können ja mal gucken. Und ich habe das komplett gemacht. Ich habe alles erspielt. Oh toll, eine Kung La und Kung Lao Sketch. Deswegen finde ich das so scheiße, dass ich wohl keinen Spielstand mehr habe. Noch ein Sketch von Moloch. Das ist ja großartig. Ja, so Mist halt. Aber auch, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob es hier Kämpfer zu erspielen gibt, aber ich glaube schon. Aber die kosten natürlich jede Menge. Toll, Deadly Alliance is born. Gibt es denn hier irgendwas Teureres? Irgendwas mit 1000. Ich habe so viel Rote. 400. Ja, mal gucken. Toll, Concept Art. Ja, das meiste ist halt so ein Scheiß. Blöd, ich dachte wirklich, ich hätte meinen Spielstand. Tja, egal, das war Mortal Kombat Deadly Alliance. Kein wirklich schlechter Einstieg, kein schlechter Wiedereinstieg von Midway damals. Aber wie gesagt, mich hatte es enttäuscht und ich hab's komplett gespielt, wie gesagt, aber es war immer so ein bisschen, ja, ich spiele es, weil es da ist, weil ich es habe. Aber ja, naja, so eine 6 von 10, 7 von 10 vielleicht. Der nächste Teil, Mortal Kombat Deception, war meiner Meinung nach viel besser in allen Belangen. Aber den zeige ich euch nächste Mal. Alles klar, Freunde. Dann verabschiede ich mich hier. Und sage, wir lesen und hören und schreiben uns das nächste Mal. Bis dann!